Wer hat sie dazu gebracht? Oder was hast du? Weißt du, was ich meine? Dann hätte ich gesagt, ja, jemand hat mich bezahlt, das habe ich auch genauso durchgezogen. Aber das Problem war, er hat mir nicht abgekauft, dass es Michael Kur war oder wie hieß der nochmal, Dino Casino. Und dann zum Schluss mit dem Durchfahren auch, habe ich damit links gemacht. So, das war nicht korrekt und nicht fair von mir. Und als das jetzt ausgeartet ist, halt mit Leute bedrohen und Leute Dings machen, zum Beispiel einen wie Sven, du hast ja gesehen, der zeigt das vielleicht nicht, aber der hat auf jeden Fall mega, also man muss das auch dann so nehmen, so weißt du, der hatte Angst, ob du willst oder nicht. Klar. Er kann sich das so hinstellen, wie er will, und damit niemandem was passiert, habe ich auf jeden Fall das jetzt beendet, habe ich auch bei Arafat angerufen, habe jetzt wirklich von meinem ganzen Herzen, weil ich kenne diesen Menschen persönlich nicht. Ich kenne seinen Bruder nicht. Ich war in meinem ganzen Leben 4 Tage in Berlin vielleicht. Also komplett 4 Mal in Berlin. So, ich kenne den nicht. Und er war auch, guck mal, was ich über ihn sagen kann, er war wirklich korrekt zu mir persönlich. Guck mal, er hatte gesagt, möge Allah dir vergeben, möge Allah Schiffer für deinen Vater, weil er hat auch mit meinem Vater gesprochen. Ich habe ihm auch gesagt, das ist aus einer Not passiert, so, weißt du, ich war verzweifelt. Ich brauchte halt das Geld und so, und das habe ich deswegen gemacht, weil ich habe nichts gelernt, so Vernünftiges. Das, was ich gelernt habe, ist Leute abziehen. So, und zum Beispiel dieser Typ, den ich zu ihm geschickt habe in den Laden. Von diesem Typen hatte ich auch um die 1 Million erleichtert, ne? Aber ich habe auch keinen Kreis von diesem Geld gefunden, nochmal. Und ich habe ihm jetzt auch gesagt, geh dahin, der Arafat wird dir Geld geben. Ich habe ihn dahin geschickt und habe da diesen Film gemacht. So, der ist hingegangen, dachte, er kriegt wenigstens ein bisschen Geld zurück. So, in dem Moment habe ich ihn auch verarscht und habe auch Arafat verarscht, weißt du? Und ja, das tut mir auf jeden Fall sehr leid. Und auch bei DJ Love, dass ich das gemacht habe. Also ich bin immer bereit für Märchenstunde, aber so, das gebe ich dann aber auch zu J Love, dass das also Märchen sind und keine, nichts mit Dingen. Die Maske hat mir geholfen, diese Märchen zu erzählen. Also ohne der Maske kann ich, guck mal, jetzt könnte ich sowas nicht erzählen. Aber sobald ich zum Beispiel die Maske aufsetze, kann ich wieder voll, also da brauchst du mir nur einen Namen geben und ich erzähle dir, was du willst über den. Weißt du, was ich meine? So. Yeah. Aber jetzt ohne Maske kann ich wirklich niemanden beleidigen, weil ich das nicht bin. Verstehst du mal, was ich meine, J-Lo? Ja, vollkommen. So, auch wenn ich die Leute erleichtert habe, ich habe nie die Leute wehgetan. Ich habe immer mit Wort und mit meinem Mund die Leute abgezogen. Weißt du, was ich meine? Ich habe immer was Korrektes erzählt und die Leute abgezogen. Ich habe nie irgendwie mit Gewalt angewendet. Also man hat mir immer, die Leute, die ich abgezogen habe, haben immer gesagt, auch jetzt auch, ich habe meist Kurden, Türken und sowas, weißt du? Irgendwelche Geschichten erzählt, durch irgendwelche jemanden kennengelernt und dann bin ich so an Geld gekommen, weißt du, und die haben auch dann, wenn die bei mir waren, ich habe die im Puff gebracht. Dr. Kurde outet sich, guck, wir will Kehre machen, der Dr. Kurde, weil ich zu weit gegangen, ne? J-Law. Mich im Paradies gebracht, weißt du, eine Zeit. J-Law war der Brandstifter. Ich hab ihn alles ausgegeben, Puffbesuche, von A bis Z, gutes Essen, Puffbesuche. Ja, sei da gut, danke Gott, du sagst, dass ich ja sei das Ding habe. Ich hab jetzt mein eigenes Geschäft, was ich durchziehe. Und so. Geld, was ich den Leuten abgenommen habe, ich schwöre bei Gott, ist nichts übrig geblieben. Weil du auch, vor Gott zu schwören, du Arschloch. Du bist eine kleine Mutter, Alter. Rechtssaukunde, Alter. Ich war nicht bei meinem Vater. Und er hat mir jetzt Möglichkeiten, also komm, mach jetzt eine vernünftige Arbeit. Und ja, ich bin ohne Geld geblieben. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. So. Mein Onkel in Deutschland, die haben das mitgekriegt, dass ich Dr. Kurde bin. Die sind stinksauer auf mich. Die so, wie kannst du sowas machen? Wann hat einer von uns sowas jemals gemacht? Die unterstützen das überhaupt nicht. Die sagen, du machst sowieso, wie wissen wir. Sagen, ich lieber Palästina als ich, Alter. Gute Familie mit rein. Du Kunde. So. Wenn die mir jetzt irgendwas tun würden, das weiß ja auch jeder so, dann würde ja auch jemand von mir irgendwie Blutrache oder irgendwas machen, weißt du? Bei uns ist das so. Und ich bin ja wirklich nicht ein Niemand so. Also ich bin immer noch jemand, aber ich habe keine vernünftige Arbeit gemacht, J-Law. Ich habe mein Leben lang betrogen, gelogen, um an das schnelle Geld zu kommen und auch gutes Geld so. Aber jetzt ist echt wirklich Ende. Ich mache das nicht mehr. Und da war auch so ein Bruder, der hieß, mit dem hast du jetzt auch ein bisschen Streit. Der wollte auch öfters mit dir live. Der mag dich auch wirklich. Er möchte auch, dass du ihn irgendwo auch hilfst als Musiker, J-Law. Kennst du den Juicy? Der würde sich ja. Scheiß auf Juicy, Alter. Ich würde mich freuen, wenn du ihm Tipps gibst, weil. Also, Juicy, Juicy ist Müll. Also, wenn du den helfen würdest. Total. Juicy ist Müll, ja, total. Genau.
Der Ach, na, du siehst Müll, Alter. Kehrt auf den Müll. Stell mal ein paar Gogo-Tänzer männliche hinter dir. Nein, ich muss, Alter. Der Typ ist Müll. Du siehst Müll, ja. Und ich schwimme dann auch. Weißt du, die Gogo-Show hinter dir? Ja. Oder nicht? Vollkommen. Nochmal, so Männer tanzen hinter ihnen und so. Es wäre doch eine geile Sache, was er macht. Guck mal, Coach Frankie macht ja auch irgendwie Sport. Er könnte ja Musiker mit Gogo-Tänzer, männlichen. Jetzt keine Frauen. Sondern so männliche, weißt du, so Strip-Tänzer, die hinter ihm rumlaufen. Ja, pro Homo auf jeden Fall, ja. Pro Homo, ja, auf jeden Fall. Ja, pro Homo. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut, ja. Du hast schlechte Erfahrungen mit Arafat gemacht. Ich weiß, du bist nicht gut, auf ihn zu sprechen. Ist auch dein gutes Recht. Du kennst ihn ja persönlich, J-Lo. Ja. Das ist ja das Ding. Ja. Zum Beispiel, wenn er jetzt trotzdem dir Ding. Was Schlechtes sagen würde, ein schlechtes Wort auf dich sagen würde, ich würde direkt Ding, wieder auf ihn losgehen. Jetzt wegen den Sachen, guck mal, weil du mein Freund bist, aber jetzt wegen den Sachen, was ich gemacht habe, da muss ich mich entschuldigen, weil nichts davon stimmte. Aber wenn es dir zum Beispiel zu einer, wir sind zu zweit oder zu dritt live, er beleidigt dich, der kann mir da 100% sicher sein, ich werde ihn von unten bis oben, auch ohne Maske, ich werde ihn beleidigen, also so wo, links ist beleidigt dich. Du bist mein Freund. So. Oder wenn jemand dir was Schlechtes will, dann ich stehe zu dir. Aber das Ding ist, wegen meinen Sachen, die ich mit ihm habe, ja. Es gibt keine Sachen, die ich mit ihm habe. Soll ich dir sagen, warum? Das war alles erstochen und erlogen und ich wollte einfach nur ein bisschen Geld von ihm haben. Und das hätte ja auch funktioniert. Nur halt, der hat das nicht geglaubt, halt, dass das mit, wie hieß der nochmal? Michael Kur. Oder mit diesen anderen Typen, diesen. Hast du denn eigentlich diese Nummer her? Ich habe die von einem guten Kollegen in Berlin bekommen. Und ich habe ja meine von meiner Mutter, also von meiner Mutter, mutterlicher Seite, so die Brüder und so, wohnen ein paar in Berlin, Karl, Deis. Und ich mach Dings hier, wie nennt man mal? Ich hab die halt gefragt in Berlin, habt ihr die Nummer von denen, könnt ihr mir besorgen? Dann haben die mir die Nummer besorgt. Okay. Also von Michael Kuh habe ich aus Berlin. Von Gino Casino habe ich auch von Berlin von meinen Cousins bekommen. So. Und wo hast du die Nummer her? Sven hat die von mir natürlich. Ich hab die Sven gegeben. Ah, okay. Nein, kannst du dir 100.000% sicher sein, dass ich mir die Nummer. Jelloff, das Ding ist, ich hab ja nie, du hast nie irgendwie deine Nummer mir gegeben, dass ich mit dir reden kann privat. Genau. Verstehst du, was ich meine? So, also ich hab noch nie in meinem Leben mit dir persönlich gesprochen. Genau. So. Und das habe ich auch Arafat gesagt, dass da keiner was damit zu tun hat. Ich hab ihm auch meinen Plan erklärt, so in dem Gespräch. Ich hab gesagt, hör mal zu, ich brauchte Geld und. Du wärst in dem Fall das Opfer gewesen, das hat nicht geklappt. Du bist ein guter Mann. Wahrscheinlich hat dich Gott vor diese Dings und er hätte gezahlt. Weißt du, was ich meine? Hättest du jemanden, der logisch wäre, weißt du, der das gepasst hätte alles, ja. Dann hätte er wahrscheinlich auch gezahlt. Ja. 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 Ich hab hier. Da. Verträge mit ihm. Ja, guck mal, hier ist so ein Mann. Ich weiß nicht, wie du heißt. Sag mal deinen richtigen Namen, dann guck hier, ob das stimmt. Auf jeden Fall. Du Kunde sei ein Fest, look at this. Wenn du mit mir gearbeitet hast, dann habe ich dich 100% abgezogen. Weil ich habe früher war immer so, guck mal, die Leute haben gearbeitet, ich habe das Geld genommen, weißt du, was ich meine so?